Ja, Leute, Anime Duelle geht in die nächste Runde und der aktuelle Stand ist 2 Wins für CK Phoenix und 3 Wins für mich. Ja, ich habe ein bisschen aufgeholt. Heute die nächste Begegnung und zwar, ich darf Tyranno, bzw. Dinosaurier, also Huckleberry spielen und ich darf direkt gegen Lehrer ran. Na toll, ey. Ich darf gegen Dr. Crowler spielen. Das heißt, CK wird Dr. Crowler spielen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Wie immer, das Ganze ist ein Best of 3, bedeutet also, falls ihr das ganze Spiel sehen wollt, also wer das Ganze gewonnen hat, müsst ihr zu CK rübergehen und wir gehen jetzt rüber zum Deck. Jetzt wird gestampft und gestampft. Wir haben ein Dino-Deck. Ja, ein Dino-Deck mit viel ATK und das gefällt mir natürlich sehr. Säbelsaurier 1,9. Ah, das ist Dino-Power. Dann haben wir auch Babysaurus. Man muss sagen, die Synergie ist hier irgendwie nicht so richtig da, aber ey, er hat sie gespielt. Also von daher. Dann haben wir Gilasaurus. Eine Karte, die natürlich eine große Downside hat, aber wir brauchen ihn unbedingt, um aus unsere starken Tributmonster zu rufen. Dann haben wir hier Riesenrex. Ey, 2000 Angriffspunkte. Stark. Kann leider nicht direkt angreifen, aber ey, krasser Beatsing natürlich. Hypermarkkopf, eine Karte, die man nicht unterschätzen darf. Gerade wenn man Monster im Verteidigungsmodus angreift, kann die sehr, sehr gut kommen. Dann Elementarsaurus, ja, später ist ein Dino. Wir brauchen Dinos. Ist jetzt ja, keine andere Wahl. Dann haben wir hier Infinity und die Karte ist krass. Die kann richtig heftig werden. Der kann hier gefühlt unendlich Angriffspunkte kriegen. Ist natürlich im First Turn erstmal komplett nichts. Naja, 0-0, also das ist natürlich richtig schlecht. Dann haben wir natürlich unseren schwarzer Stego. Super offensiv, aber auch defensiv, falls er gegen eine Brick, direkter Angriff und wir haben ihn da liegen als 2000er Wall, ziemlich, ziemlich nice. Dann haben wir unsere Düner-Basis, die wir brauchen, um unseren Düne-Panzer zu holen. Heißt, wenn wir bricken mit den starken Monstern, können wir hier direkt fusionieren, super gut. Dann haben wir Zerstörersaurier, 1,8, Beatstick, holt uns ein Field-Spell, super gut. Und dann Tribut, ist glaube ich ziemlich klar. Muss man ja auch ein bisschen spielen, weil das ist auch ein bisschen Strategie. Dann haben wir hier Wiedergeburt, Topf natürlich und dann haben wir Ultra-Evolutionspille. Ja, ist eine Karte, er hat quasi nicht mal ansatzweise 40 Karten. Wir sehen auch schon schwarzer Stegos zweimal drin. Natürlich hat er nicht zweimal gespielt, sondern einmal, aber sonst kommen wir hier nicht auf 40 Karten. Erdbeben kann natürlich relevant sein, gerade Verschiebung. Große Evolutionspille kann auch relevant werden. Schwanzhieb, klar, ne, wir müssen Monster zurück auf die Hand geben, aber passt schon. Oder Pilze Evolutionspille. Ist möglich, in diesen Deck zu rufen, denn wir haben hier ein Maschinenmonster. Also wir haben mit einer Karte, dann können wir die auch nutzen. Dann haben wir Raum- und Zeittranszendenz. Und die Karte ist gar nicht mal schlecht. Gerade mit Riesenrex darf man das nicht vergessen. Dann Reborn, dann natürlich die Field Spell, die gut ATK-Boost gibt. Dann eben natürlich MST. Jagdinstinkt hilft uns ebenfalls hier Dinosaurier-Beschwören voran. Natürlich Überlebensinstinkt und die ist super wichtig, denn die ist eben für unseren Infinity, brauchen wir also sehr gut dann. Jura-Einwirkung hier auch nochmal, dann haben wir hier Schattenzauber, dann haben wir Ruf der Gejagten, dann haben wir fossile Ausgabe und nochmal diese Schockwelle. Ja, das sind die Karten. Achso, natürlich noch hier zu erwähnen, vulkanischer Ausbruch mit Jurassic World natürlich sehr, sehr stark. Einfach mal ganzes Boardwipe, super guter Effekt und wie gesagt, zu guter Letzt hier der Düne-Panzer, der natürlich sehr, sehr nice ist. Einfach eben aufgrund der Tatsache, dass wir ihn halt eben rufen können und wenn er zerstört wird, kommt er nochmal, also er floatet sich und wir haben wieder einen starken Dino. Tipptopp auf jeden Fall. Ja, das ist das Deck und mal gucken, ob wir damit CK jetzt ja, zerstampfen können. Bist du bereit, Dino-Futter zu werden? Nee, dazu bin ich nicht bereit, aber... Naja, ich muss auch sagen, also Metall, ich glaube, du schmeckst gar nicht so gut. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Ich rufe meinen antiken Antriebssoldat. Und eine Karte verdeckt und du bist... Okay, interessant. Also ich muss sagen, meine Hand ist also an sich sehr gut. Aber irgendwie kann ich damit nicht so richtig anfangen. Ja, ich weiß, es ist jetzt also noch schwammiger hätte ich es nicht sagen können. Ne? Ja. Okay, interessant. Ich finde es cool, dass wir beide Mates haben, die zu unserem Deck auch wirklich passen. Das stimmt. Leider spiele ich Oviraptor nicht, hätte ich gerne. Ja, ich spiele den ja auch nicht, aber... Ja, das stimmt. Okay. Dann fangen wir erstmal ganz entspannt an, ne? Und zwar Zerstörersaurier-Effekt. Nein! Hä, es ist nur ein Feedspell, macht doch nichts, chill. Und dann ganz entspannte Nummer erstmal Topf der Gier! Ja. Oh, dann gehen wir noch weiter. So, und jetzt habe ich schon das erste Problem. Wieso komme ich über das Ding nicht drüber? Das ist ja so schwach. Was?
Sei ruhig. Das ist ja geil. Ja, so schlecht. Aber wir können das vielleicht noch nutzen. Du hast ja gar kein Monster gerade im Friedhof. Ja. Dementsprechend können wir den Spezialbeschwören. Ja. Tja, das ist aber schade, dass du nichts hast. Dann aktivieren wir das. Was? Die kann ich aktivieren? Lol, die Karte ist richtig blöd. Oh Mann, warum ist alle meine gerne Hand einfach nutzlos eigentlich? Ohne Witz. Du hast einen 1-7er Beatstick, das reicht. Ja, okay, wenn das reicht fürs Duell, dann bin ich zufrieden. Aber ich hab noch was, guck mal hier. Sehr gut. Ich hab's verstanden. Alter! Du spielst nicht schwerer Sturm, nein. Alter, ist das schlecht. Es ist ja wirklich einfach schlecht. Ja, also man kann mir jetzt nicht gut bezeichnen, was ich da habe. Alter, okay, ja, ich spiele ein Monster verdeckt. Krass. Ich merke schon, das wird ein richtiges Duell auf Augenhöhe hier. Ja. Was? Ach, lol. So, dann würde ich sagen, ziehen wir das mal. Also, ist jetzt nicht einer der besten Monster, die ich besitze. Aber auch nicht einer der schlechten, weil, wie du schon sagtest, das hat ATK. Hammerkopf! 1,8er Beatstick, das reicht. Das reicht. Angriff! Ja. Well, 1,7 direkt. Es ist der 1,7er Beatstick hier. Na, bist du. Ja, wunderschönes Duell bisher. Ja, ne, schön. Und wie geht's dir so? Alter. Okay, ist das schlecht? So ja. Schlecht? Ist das jetzt schon wieder antike Antriebsset oder was? Nee, also, wenn ich den hätte, das wäre sogar irgendwo gut. Also ich weiß, das ist jetzt nicht der schlauste Zug. Nee. Nee, ich lass. Es ist nicht der schlauste Zug, Maurice. Dann solltest du ihn auch nicht machen. Ich gehe mal in die Battleface. Doch, komm, mach. Nein, mach mal ein bisschen Risiko hier. Nein. Das bereue ich. Immer wenn ich Risiko gehe in diesen Duellen, das bereue ich immer. Ach, lol. Jetzt noch 500 Schaden zufügen. Ja, und dann hättest du mir 1,8 Schaden zufügen. Ja, 1,8, 2,8. Alles egal. Du bist dran. So, komm, jetzt geh mal hier. Was ordentliches hier. Also, ich weiß nicht, wie du es nennen willst, aber das, was ich habe, ist bisher noch nicht ordentlich. Auch nicht. Alter, das reicht nicht mal für Game. Das ist ja schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich dachte, ich spiele einen Brickhaufen. Ich aktiviere meine antike Antriebswerkstatt. Oh. Die Edit von Grave. Ja, wie schlecht. Ja, stark, du. Jetzt hast du wieder ein Monster zum Verteidigen. Nee, ich gehe sogar hier in Angriff. Oh, hä? Nein. Don't do it. Und ich rüste ihn aus mit antiker Antriebsfaust. Rüste, zerstöre jedes Monster, das mit ihm gekämpft hat, in der Stem-Step. Nein! Nein, das wagst du nicht. Nein! Der zerstört sich zwar selbst, aber... Greif an. Keine Zauber und Fallen. 1 gegen 1. 500 Schaden, aber du bist auch kaputt. Hä? Am Ende des Damage Step, da ist die Kampfzerstörung schon vorbei. Digga, was ist das denn für eine nutzlose Karte? Naja, du hättest mal ein Defense Monster damit crashen können. Digga, das soll... Was ist das denn für eine Scheißkarte? So. Und jetzt kann man sagen, win more. Nein, ist es nicht win more. Aber ich füllte meine Basis auf. Aha. Und nutze seinen Effekt. Weil ich habe mir gedacht,
Wenn du mit Maschinen kommst, komme ich mit Maschinen zurück. Denn ich fusioniere meine Base mit meiner Handkarte und rufe meine mächtigen Dönerpanzer. Ach du Scheiße. Das sind sogar genau die beiden. Hä? Auf dem Artwork. Tschö, wie lustig! Battle Phase! Gülasaurus Angriff! Ja. Und mein Panzer, Attacke! Beende das Duell! Angriff! Nein, nein, nein! Was? Ich aktiviere meine mächtige Fallenkarte! Ruft der Gejagte. Ich hole meinen allmächtigen antiken Antrieb zurück. Wow! Stark! Weiter angreifen! Ich aktiviere Überlebensinstinkt! Was? Ich verbanne den und kriege noch mehr Lebenspunkte. Und du bist. Okay, das macht den Kohl fett. Ja, ich gewinne mehr als 8000! Wie immer nach einer wunderschönen Partie gucken wir an, was der nächste Charakter für mich zumindest nächste Woche ist. Und ich würde sagen, wir drehen. Wir haben viele coole Charaktere. Let's go! Let's go! Und wir haben... Nein! So knapp am großen Bruder vorbei! Nein! Oh. Wir haben Cyrus! Okay, das wird interessant. Ja, da sind wir ganz knapp am großen Bruder vorbei. Ich muss zugehen, Zane hätte ich natürlich sehr gerne gespielt, aber er steht ja noch auf meinem Rad. Bedeutet, ich werde ihn auf jeden Fall noch spielen können. Dann also nächste Woche mit Cyrus geht es rein. Mal gucken, ob wir da gewinnen können. Aber was wir ebenfalls gucken wollen, ist natürlich, wer jetzt das Match hier gewonnen hat. Also geht rüber zu CK Phoenix, auch in der Endcard, wie immer verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt dann natürlich einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.